Ich bin die Karina aus dem Stars Fitness St. Pölten. Ich glaube, ich brauche mich mittlerweile nicht mehr vorstellen für alle, die schon ein paar Mal ein Video mit mir gemeinsam zu Hause trainiert haben. Heute wird es eher gemütlich, unter Anführungszeichen. Es wird ein Blackroll-Workout. Gemütlich ist ja beim Blackroll immer so eine Sache. Meistens ein bisschen schmerzhaft auf diversen Körperstellen. Aber es ist enorm wichtig, dass wir unsere Faszien trainieren, die Nein halten zu Verklebungen. Wenn wir viel Sport machen und nie unsere Faszien lockern, ist das einfach nicht gut für unsere Gelenke. Ich weiß auch, man nimmt sich selbst vielleicht oft nicht so die Zeit oder befindet nicht so die Motivation, sich alleine zu rollen. Daher gibt es heute ein Video mit mir, wo wir uns gemeinsam rollen. Legt sie Utensilien, die Blackroll, auch einen Blackroll-Ball habe ich heute mit für die ganz speziellen Körperstellen, noch zur Seite. Wir werden uns auch kurz gemeinsam mobilisieren, ein bisschen aufwärmen, dass wir nicht allzu kalt und über die Blackroll rollen. Und dann geht es auch los. Stellt euch auf die Matte und schiebt euch mal auf den Fußball und wieder auf die Ferse zurück. Gut ist natürlich keine Schuhe, also schaut, dass ihr wirklich Zehenspitzen im Fußball alles ganz gut spürt. Auch mal die, über die Innen- und die Außenseite rollen. Das sind die Fußreflektoren trainieren und spüren. Wieder zur Mitte nach unten über die Ferse retour und versucht jetzt in der Bewegung hier ein bisschen länger zu verweilen. Also oben und auf die Ferse. Fußfallen, Ferse. Noch zweimal. Ein letzter Durchgang. Und löse. Nehmt mal die Fingerspitzen auf euren Knie. Und kreist mit diesem Sprunggelenk, nehmen wir natürlich auch hier mit. Rollen wir uns auch auf die Innen-Außenseite der Füße ab. Ihr könnt ja auch hier in der Bewegung natürlich größer werden. Dann bleibt sie stehen und wechselt die Richtung. Vier Runden, drei, zwei noch und die letzte Runde, super. Nach oben aufrollen, Arme lang ziehen, mal ein bisschen hier nach hinten stretchen und nach vorne tief gehen. Nehmt euch wieder an, die Arme mit nach oben, kippt euch nach hinten, aber wirklich nur so weit, dass euch eine Wirbelsäule gut tut und dann locker nach hinten fallen. Nochmal nach oben ziehen. Und zurück. Jetzt bleiben wir unten hängen, pressen uns ein paar Mal vor und zurück. Nehmen die Arme eben gleich mit auf den Kopf von rechts nach links mitnehmen. Auch hier könnt ihr die Bewegung kleiner oder auch größer machen. Immer ganz gut, wenn ihr ein bisschen einen Bewegungsradius habt, in dem ihr euch bewegt. In der Bewegung ein bisschen kleiner werden, dass ihr nur dann so ganz locker unten pendelt. Und dann rollen wir uns Wirbel für Wirbel nach oben auf, bis wir wieder gerade aufgerichtet sind. Schultern nach hinten, hier festkreisen, weit nach unten ziehen. Super aus. Unsere Brustwirbelsäule nehmen wir noch mit, nehmt die Arme zur Seite, dreht euch ein und öffnet. Wirklich aktiv nach innen drehen und fest nach außen. Vielleicht klappt es hier auch noch ein paar Wiederholungen, dass ihr in der Bewegung, in der Rotation ein bisschen größer werdet. Jetzt noch zwei Wiederholungen und die letzte. Jetzt bleibt stehen. Rechte Arm Handfläche zeigt vor, links drehen wir nach hinten und wir rotieren. Wir schauen auch hier, dass wir in der Bewegung größer werden. Rotation
innen und aktiv nach außen bringen.
jetzt gehen wir auf die zweite Seite, Oberschenkel, Außenseite weiter. Ihr wisst, wie der Form mal langsam anpassen. Nicht das ganze Körpergewicht, zum einen Bein mal abstellen. Und je nachdem, wie das dann möglich ist, könnt ihr natürlich hier ein ganzes Körpergewicht. Ich glaube so 3-4 Mal drüber. Wenn es noch ein bisschen mehr schickt, noch mal kurz in eine kleine Bewegung. Und stopp. Wartet. Auch hier würde ich empfehlen, mal mit einem zu beginnen. Wirklich hier von ganz unten bis unter die Kniekehle mal durchrollen. Auch hier die Außenseite, das Bein wirklich in allen Richtungen drehen. Man merkt hier schon auch, wenn hier noch wenig Körpergewicht draufkommt, dass es doch die ein oder andere Stelle gibt auf der Wade, die vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann braucht. Jetzt schaut, dass ihr ein bisschen mehr Körpergewicht drauf bringt. Vielleicht braucht hier speziell Außenseite. Jetzt den Druck erhöhen. Innenseite drehen, indem wir ein Bein machen.
Pause angenehm. Und auch viele Verspannungen vom Homeoffice, vom Büro sitzen. Sehr. Schaut wirklich, dass es für euch angenehm ist. So gerade Minuten sollte es nicht zu schmerzhaft werden, dann lieber hier ein bisschen vorsichtiger sein und hier mit wenig Druck arbeiten. Gehen. Auch vorsichtig sein, speziell dann am Schultergelenk oben. Wechsel es mal auf den anderen Arm. Speziell machen wir jetzt nochmal hier die Wade. Da sind meistens doch ein paar Punkte drin, die man mit der Großen jetzt nicht so schafft. Rollt euch hier mal drüber. Ihr werdet vielleicht relativ schnell merken, wo dieser Punkt oder diese Punkte sind bei euch zu Hause. Und dann arbeitet ihr hier mit der kleinen Rolle oder mit der Kugel noch ein bisschen intensiver. Am Boden, was
Platz, aber natürlich besser ist, wenn ihr euch an einer Wand andrücken könnt und dann praktisch die Kugel hier so zwischen euren Schulterblättern habt, dann könnt ihr euch hier auch gut ausmassieren. Ich probiere es jetzt ganz kurz auf der Matte aus. An der Wand ist natürlich wesentlich einfacher. Viel Spaß damit und bis bald. Tschüss!